Puma, die neue Grenzschutztruppe des Innenministeriums, wurde im Rahmen der Übung Pro Borders offiziell in Dienst gestellt. Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer nahm gemeinsam mit Innenminister Herbert Kickl und Verteidigungsminister Mario Kunasek an der Grenzschutzübung in Spielfeld teil. Hunderte Polizistinnen und Polizisten und Angehörige des österreichischen Bundesheeres probten dabei das Grenzmanagement im Krisenfall. Österreich war 2015 nicht vorbereitet, obwohl Militärexperten und Fachleute seit Jahren in Artikeln und in Zeitschriften geschrieben haben, dass so etwas sein kann. Und zwar weniger wegen der Kriege, sondern wegen der Bevölkerungsexplosion in anderen Ländern. Und dass man daher vor Ort helfen soll, hat man beides nicht gemacht. Vor Ort nicht geholfen und hier geglaubt, wir sind eine Insel der Seligen. Und diese heutige Demonstration hat gezeigt, dass man auch mit einem großen Ansturm fertig werden kann. Da geht es ja auch immer darum, dass Menschenleben erhalten bleiben. Wir haben uns ja damals, ich werde diese Bilder nie aus dem Kopf bekommen, gefürchtet, dass jemand überrannt, übertrampelt wird, dass jemand erdrückt wird. Und genau das ist jetzt nach menschlichem Ermessen gewährleistet, dass es nicht passiert. Im Prinzip geht es natürlich auch darum, heute zu zeigen, dass Österreich nicht ein Land ist, das alles Leid dieser Welt schultern kann, gemeinsam mit Deutschland. Ich möchte nicht mehr erleben müssen, dass das Grundrecht, die Kernaufgabe eines Staates, nämlich die Grenzen für die Bürger zu schützen, nicht wahrgenommen werden kann.